Wir möchten uns heute mal mit Funktionen insofern beschäftigen, dass wir mal eine Geschwindigkeit als Funktion darstellen. Also so richtig so als, wie wir es kennen mit Koordinatensystemen, zum Beispiel in Abhängigkeit von der Zeit, eine bestimmte Geschwindigkeit v. Wir wollen das gar nicht quantitativ, also mit Zahlen machen, sondern jetzt erstmal bloß eine Kurve. Und zwar für folgende Situation. Nehmen wir mal an, Karl hat einen Porsche sich ausgeborgt und möchte mal ausprobieren auf der Straße, wie schnell der beschleunigt und so weiter. Er weiß auch, dass geblitzt wird, also er macht folgendes. Hier hinten steht Karl und gibt konstant Gas. Nehmen wir mal an, der Porsche hat ein gleichmäßiges Drehmoment über die gesamte Drehzahl. Wir tun mal so. Das heißt, die Beschleunigung ist die ganze Zeit konstant, von 0 auf 100 zum Beispiel. Und er fährt dann eine Strecke mit 100 km/h und sieht dann auf einmal, verdammt, da drüben ist ein See, da kommt eine Entenfamilie, er geht voll auf die Eisen und macht eine Vollbremsung. Jetzt macht mal dieses, also wir haben hier bestimmte Zeitabschnitte, hier ist der Zeitabschnitt 0, dann kommt die Phase, wo die Beschleunigung konstant ist, sagen wir hier ruhig a ist gleich konstant zu dieser Phase und dann kommt ja die Geschwindigkeit, die ist konstant. Wie groß ist a in der Zeit? Ich sag's mal noch nicht. Hier ist v gleich konstant. Und hier kommt eine Vollbremsung. Das heißt, das ist auch wieder eine was? Eine Beschleunigung. Allerdings, was für eine Beschleunigung? Negativ. Er geht die ganze Zeit voll auf die Eisen, also voll auf die Bremse. Und wir tun mal so, als wenn das Auto tatsächlich gleichmäßig beschleunigt, allerdings negativ beschleunigt werden würde. So, ich mache jetzt Pause und ihr malt mal für diese Zeitabschnitte hier entsprechend diese Geschwindigkeiten ein. Bin mal gespannt. So, ich mache Pause. Am besten ihr macht zu Hause auch Pause. Malt euch dieses kleine blaue Diagramm und dann sehen wir uns gleich wieder. Na, habt das auch so? Na, mit gleichmäßiger Beschleunigung wird die Geschwindigkeit auch gleichmäßig ansteigen. Die Beschleunigung sagt ja aus, wie stark eine Geschwindigkeit ansteigt. Wenn die allerdings konstant ist, die Beschleunigung, dann wird auch die Geschwindigkeit geradenmäßig ansteigen. Hier in der Phase, wo Karl seine 100 km pro Stunde fährt, wird die Geschwindigkeit gleich bleiben. Hier zum Beispiel, wenn man könnte jetzt hier zum Beispiel diese Geschwindigkeit ranschreiben, diese 100 km pro Stunde. Und als er dann plötzlich die Entenfamilie sieht, die auf die Straße kommt, macht er eine gleichmäßig starke Vollbremsung. Das heißt, die Geschwindigkeit wird also auch als gerade wieder bis auf 0 zurückgehen. Jetzt betrachten wir dieses ganze Ding mal hier, dieses, und versuchen mal ein Beschleunigungszeitdiagramm aufzustellen. Mal sehen, wie es aussieht. Malt man ein Beschleunigungszeitdiagramm, am besten darunter. Und zwar so. Naja, warte mal. Ich mach's mal so. Na komm. Wirst du wohl. Und zwar direkt hier drunter. An die Y-Achse kommt in diesem Fall die Beschleunigung. A. Und hier haben wir wieder die Zeitachse. T. Und jetzt, na, ich mach das mal mit hellgrün. Und jetzt genau hier diese Phasen runtergezogen und jetzt bin ich mal gespannt, wie A aussieht, wie der Verlauf von A ist. Ne? Also die gleichen Phasen und so weiter. Ich mache Pause, ihr auch. Ich mal's auf, ihr auch und dann sehen wir uns wieder. Na, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal. Gleichmäßige Beschleunigung, die setzt sofort ein. Also wir tun mal so, als wenn es keine Verzögerung gäbe. Das heißt, die fängt gleich mit einem vollen Wert an. Sobald die Geschwindigkeit erreicht ist, hört die Beschleunigung auf. Dadurch kann nur die konstante Geschwindigkeit erreicht bleiben. So, und jetzt plötzlich kommt die Bremsung. Und hoffentlich habt ihr es auch, die geht ins Negative, die Beschleunigung. Die ist also entgegengerichtet. Und zwar wesentlich im Allgemeinen bremst ein Auto besser, als es beschleunigt. Wesentlich länger. Und natürlich nur diese kurze Zeit hört auf und geht wieder auf Null zurück. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt machen wir mal ein Weg-Zeitdiagramm aus der ganzen Geschichte. Also gleiche Situation. Stellt sie euch vor. Ich lasse die jetzt hier, diese Situation nochmal. Das lässt sich vielleicht leichter machen. Und dieses Weg-Zeitdiagramm am besten darunter. Ich werde es wahrscheinlich hierhin machen, weil ich mehr Platz habe. Und
Dieses Wegzeitdiagramm, das malt ihr jetzt. Ich mache Pause hier auch. Na, habt ihr es so? Schaut mal hier. Dieser Teil, wo Karl also beschleunigt, das wird eine quadratische Kurve, also eine Parabelkurve. Wie auch immer, muss nicht eine Normalparabel sein, sondern es kann durchaus eine gestreckte oder gestauchte Form sein. Ab dann bleibt eine Gerade, denn es wird pro Zeiteinheit gleichmäßig viel Weg weiterhin zurückgelegt. Und jetzt geht Karl auf die Eisen und dieses auf die Eisen gehen trotz der negativen Beschleunigung bedeutet, dass er immer noch relativ, sagen wir mal, relativ viel Weg pro Zeiteinheit zurücklegen wird und erst zum Schluss. Das ist ähnlich wie die Beschleunigung aus dem Anfang. Zu Anfang wird das Auto nicht so schnell, legt also nicht so viel Weg zurück und legt immer mehr Weg zurück. Und hier ist es genau umgekehrt. Erst zum Schluss wird er dann an einem Punkt stehen bleiben. Jetzt nehmen wir mal an, die Entenmutter fängt an zu schimpfen und sagt, stoß mal zurück. Dann könnte man, er hat hier diese ganze Zeit diskutiert und die Entenmutter sagt, so, stoß zurück, fahr zurück. Er legt einen Rückwärtsgang ein und dann würde das hier irgendwie weitergehen. Also dann würde der ne Weg sogar ins Negative wieder gehen, ne, wenn er zurückfährt. Aber das wollten wir jetzt nicht machen, das wäre jetzt albern. Also wenn Karl dann vor Schreck stehen bleibt und noch sich erstmal besinnt, dann würde die ganze Zeit über, solange er das Auto nicht bewegt, hier die Gerade wirklich mit Steigung 0 weiterlaufen. Gut, das dazu. Das war jetzt rein qualitativ. Ich glaube, ich werde dann mal eine schöne Aufgabe genau für diese Karl Situation hiermit veröffentlichen. Die ganze Zeit sind hier oben immer irgendwelche Links erschienen und zum Schluss werden sie jetzt hier auch erschienen sein zu solchen weiterführenden Geschichten. Gut, das bis dahin. Ich mache das Video erstmal dicht.